Hallo und herzlich willkommen zu dieser Plauderei. Diesmal keine normale Plauderei am Donnerstag, sondern nur ein kurzes Hallo von meiner Seite. Viele von euch haben sich sicher gewundert, dass es so still auf dem Kanal geworden ist. Manchmal spielt einem das Leben üble Streiche und so muss das Hobby hinten anstehen. Nur damit es klar ist, mit dem aktuellen Virus hat das nichts zu tun. Ich hoffe, dass es ab dem kommenden Donnerstag wieder normal auf dem Kanal weitergeht. Zuerst muss ich ein herzliches Dankeschön loswerden. Und zwar an alle, die dem Kanal treu geblieben sind, obwohl nichts Neues gekommen ist. Insbesondere natürlich auch an alle Unterstützer, die via PayPal und Patreon helfen, den Kanal am Laufen zu halten. Viele von euch kennen ja das Forum auf community.hobbyelektroniker.ch. Dieses wurde hauptsächlich eingerichtet, um Fragen zu den Videos besser beantworten zu können. Dabei hoffte ich immer, dass auch andere Mitglieder sich an den Diskussionen beteiligen und Hilfe leisten würden. Am Anfang war ich dann aber nicht sicher, ob das funktionieren würde. Inzwischen macht das Forum richtig Freude. Der Umgangston ist freundlich und respektvoll. Es gibt einige Mitglieder, die geduldig und kompetent auf Fragen antworten. Diesen möchte ich einen besonderen Dank aussprechen. Es werden auch immer mal wieder Themen angesprochen, die nicht direkt mit den Videos zu tun haben. Und genau da hat das Forum Schwächen. Eigentlich sollte ich das dringend ändern, da man oft nicht so richtig weiß, wo man solche Beiträge unterbringen soll. Das wird aber noch eine Weile dauern. Die kommenden Videos haben Priorität. Hier nur ein kleines Beispiel. Infrarot-Fernbedienungen werden immer wieder gerne im Zusammenhang mit dem Arduino verwendet. Beispielprogramme sind überall zu finden und normalerweise gibt das ja auch keine Probleme. Wenn du das aber genauer wissen möchtest, dann wird es schon schwieriger. Kai hat das etwas genauer angeschaut und einen Beitrag im Forum veröffentlicht. Wenn dich das Thema interessiert, schau dir das an. Das Forum ist auch das ideale Kommunikationsmittel, um eigene Projekte zu besprechen. Selbstverständlich kannst du mich auch per E-Mail ansprechen. Das Forum hat aber den Vorteil, dass du da Hilfe von verschiedenen Seiten bekommen kannst. Ich freue mich selbstverständlich über E-Mails. Auch wenn ich diese nicht immer sofort beantworten kann, kannst du doch innerhalb von 2 bis 3 Tagen eine Antwort erwarten. Falls keine Antwort kommt, solltest du nochmals nachfragen. Oft ist ein Spamfilter schuld, es könnte aber auch sein, dass ich etwas übersehen habe. Es ist mir aber zeitlich nicht möglich, dir bei umfangreichen Projekten zu helfen. Wenn du also schreibst, ich möchte mein Haus automatisieren und dazu einen Arduino verwenden. Von Programmierung habe ich aber keine Ahnung. Kannst du mir helfen? Nein, kann ich nicht. Das liegt einfach nicht drin. Du findest aber hier auf dem Kanal viele Einführungsvideos und kannst dir so das notwendige Wissen aneignen. Wenn du aber ein Codestück hast, das sich nicht kompilieren lässt oder das nicht richtig funktioniert, kann ich dir möglicherweise helfen. Ich bin auch kein Elektroingenieur. Ich bin Hobby-Elektroniker, also erwarte bitte nicht zu viel. Insbesondere wenn du mit Netzspannung arbeitest, wirst du von mir nur den Rat erhalten, einen Fachmann beizuziehen. Ich betreibe auch kein Geschäft und nehme keine Aufträge an. Und wenn deine E-Mail mit sehr geehrter Herr beginnt, schwindet bei mir die Lust, diese überhaupt zu lesen. So, etwas Zeit haben wir noch. Und so mache ich das, was ältere Leute gerne tun. Ich werde über die Vergangenheit sprechen. Nein, keine Angst, bitte nicht abschalten, es wird nicht so schlimm. Ich möchte nur etwas zeigen, aus welcher Richtung ich komme. Mit der Elektronik begann ich etwa im Alter von 10 Jahren, damals als Radiobastler, notgedrungen mit alten Radios, die waren normalerweise noch mit Röhren bestückt. Transistoren lernte ich kennen in Kosmos-Experimentierkästen und in Büchern von Heinz Richter. Beruflich bin ich zuerst in die Chemie eingestiegen.
entschloss mich dann aber doch, später Elektrotechnik zu studieren. Doch auch dieses brach ich ab nach 2 Jahren und wechselte in die Informatik. Anfangs der 1980er Jahre waren einfach Computer wesentlich spannender als Freileitungen und Elektromotoren. Damals war Niklaus Wirth Professor an der ETH Zürich. Er war ja bekanntlich der Entwickler der Programmiersprache Pascal. Und so bin ich praktisch mit Pascal und Modula 2 aufgewachsen. Wenige Jahre nach Abschluss des Studiums machte ich mich selbstständig und verdiente meinen Lebensunterhalt als Softwareentwickler. Ich bin dabei der Sprache Pascal treu geblieben. Mit TurboPascal und später Delphi standen immer leistungsfähige Entwicklungsumgebungen zur Verfügung. Elektronik ging dabei als Hobby etwas vergessen. Erst vor etwa 8 Jahren bin ich da wieder eingestiegen. Dieser YouTube-Kanal ist als Elektronik-Kanal entstanden. So findest du auch hier viele Grundlagenvideos zum Thema Elektronik. Inzwischen hat sich das allerdings etwas in Richtung Mikrocontroller und Programmierung verlagert. Jetzt bin ich eigentlich pensioniert, betreue aber noch einige Kunden aus früheren Zeiten. So, jetzt aber genug für heute. Nächsten Donnerstag geht es weiter mit einem Programmierthema. Im Rahmen der Arduino-Programmierung werden wir uns Befehle wie include und define anschauen.